Die G20-Staaten der IWF sind sich einig, die Weltkonjunktur schwächelt. Der IWF hat jetzt seine Prognose nochmal gesenkt um 0,3 Punkte auf 3,5%. Damit erstmal herzlich willkommen zum Börsenplatz, liebe Zuschauer. Die Weltkonjunktur wird uns in den nächsten Minuten beschäftigen. Da haben wir bei mir zu Gast ist Dr. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Helaba. Erstmal einen schönen guten Tag, Frau Traut. Schönen guten Tag. Also die IWF sagt, Weltkonjunktur wächst nur um 3,5%. Davor hat man 3,8% prognostiziert. Ist das so die Größenordnung, in der Sie auch rechnen? Der IWF hat ein Problem. Er hat immer noch nicht verstanden, dass nach der Finanzkrise die Welt sich verändert hat und insgesamt auf einem flacheren Wachstumspfad ist. Das heißt nicht, dass wir keine Konjunktur mehr haben, aber in der Summe ist der Trend flacher. Das führt jedes Jahr dazu, dass der IWF erst relativ optimistische Prognosen gibt und dann seine Prognosen nach unten nimmt. Und interessant ist dann die Frage, was daraus folgt. Und der IWF fordert dann immer noch mehr expansive Geld- und Fiskalpolitik, um das Problem zu lösen, was meines Erachtens aber das Falsche ist. Denn es sind die strukturellen Rahmenbedingungen, die den Wachstumspfad jetzt überall in der Welt flacher machen. Aber der IWF arbeitet offensichtlich immer noch mit den alten Modellen und zuzugeben, dass man das adjustieren muss. Ich glaube, so weit sind die noch nicht. Sind denn diese 3,5% realistisch für Sie? Das ist in etwa die Größenordnung, die wir auch sehen. Das ist auch kein großer Unterschied zum vergangenen Jahr. Also wir bewegen uns auf einem verhaltenen Wachstumspfad. Wir sehen, dass die USA eine der großen Lokomotiven in der Welt ist. Wir sehen, Deutschland wächst um Potenzial, das heißt nichts anderes als knapp 1,5%. Die Eurozone schwächelt und viele Schwellenländer bewegen sich auch nur im Bereich ihres Potenzials. Also selbst wenn Indien jetzt aufgrund einer neuen Berechnungsmethode ein höheres Wachstum als in China hat, das heißt nichts anderes als rund 7,5%. Und das ist deutlich weniger als vor der Zeit der Finanzkrise. Über China sprechen wir später auch noch ausführlich. Jetzt wollte ich erstmal das ganze Umfeld so ein bisschen betrachten, denn Sie haben schon angesprochen. Wir haben zum einen die expansive Geldpolitik rund um den Globus, wir haben niedrige Ölpreise. Das alles sind ja eigentlich jetzt keine Anzeichen für eine schwächende Konjunktur, sondern eher für eine Sonderkonjunktur. Also wir haben tatsächlich in diesem Jahr eine Konjunkturerholung. Die Konjunkturerholung in den USA ist schon relativ weit fortgeschritten. Also da werden wir dieses Jahr nur eine Fortsetzung des schon sehr dynamischen Trends aus dem vergangenen Jahr sehen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch einer Zinserhöhung in diesem Jahr hoch. Bei uns ist es offensichtlich, der IFO ist dreimal gestiegen. Andere Frühindikatoren, die zögern noch ein klein bisschen. Aber Ölpreis, Euro, das sind alles Dinge, die die sowieso zu erwartende Konjunkturerholung in diesem Jahr unterstützen. Deswegen der Trend, der Wachstumspfad in der Summe ist zwar flach, aber nach der Konjunkturabschwächung aus dem vergangenen Jahr wird das ein Jahr, was vermutlich mit einer Konjunkturerholung in die Geschichte eingeht. Dann schauen wir nochmal speziell auf Deutschland. Da habe ich mir die Zahl nochmal aufgeschrieben. IWF rechnet mit 1,3% Wachstum. Die Bundesregierung selbst sagt 2% Wachstum. Was stimmt eher davon? Also 2% Wachstum ist sehr ambitioniert, denn unser Potenzial bewegt sich in etwa bei 1,3%. Das heißt nichts anderes, als dass wir bei einem Wachstum von 1,3% quasi schon im Boom sind und weiter Arbeitsplätze schaffen. Auch im vergangenen Jahr war das Wachstum bei uns in etwa so hoch. Und der Unterschied zwischen gefühlter Boom und gefühlter Rezession wird auf diesem flachen Pfad natürlich immer geringer. Deswegen haben wir nicht das Gefühl, dass jetzt alles aus allen Nähten platzt, obwohl die Konjunktur bei uns natürlich ziemlich gut ist und der Arbeitsmarkt auch boomt. Was auch boomt, sind die Exporte. Kann man da vielleicht sagen, Deutschland ist einer der großen Profiteure des niedrigen Euro? Also wenn man sich die Exportstruktur in Deutschland anschaut, dann sieht man, dass von den 5 großen Exportdestinationen 3 außerhalb der Eurozone liegen. Also Frankreich ist natürlich Nummer 1, dann kommt schon die USA, dann kommt Großbritannien, dann haben wir noch die Niederlande und China. Und wir sehen also, die wichtigsten Länder für uns sind außerhalb der Eurozone und deswegen hilft natürlich der Euro auch. Aber der Euro war ja bis vor einem halben Jahr noch stark. Wir waren im Mai letzten Jahr bei 1,40 und trotzdem sind unsere Exporte hoch. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Der Euro gibt in diesem Jahr sogenannte Windfall Profits.
Aber was wir jetzt an Exporterfolgen sehen, das wurde schon eingetütet und vermutlich auch die Preise festgemacht zu einer Zeit, als der Euro deutlich stärker war. Also wir können das mitnehmen, das ist eine Konjunkturstütze, aber es ist nicht der Grund für die Exportstärke. Das heißt aber, wir können mitnehmen, wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten würden, dann würden die Exporte wahrscheinlich noch besser ausfallen. Die Exporte werden weiter gut laufen und es wird entscheidend davon abhängen, ob tatsächlich die USA weiter wachsen, ob China weiter wachsen, ob Großbritannien weiter wächst, weil dieser sogenannte Mengeneffekt, also die Nachfrage nach unseren Gütern, ist viel, viel wichtiger als der Preiseffekt über den Wechselkurs. Wir berechnen das in der Größenordnung von etwa 3:1. Also nachgefragte Menge ist immer zuerst und dann entweder noch eine hübsche Ergänzung über einen positiven Wechselkurs oder auch einen kleinen Abschlag, weil der Wechselkurs in die Suppe spuckt. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, was Sie für den Euro weiter prognostizieren. Viele Experten sprechen von der Parität, die langfristig zumindest kommen wird. Glauben Sie das auch? Deswegen nehme ich auch gleich ein bisschen von dieser Illusion, dass der Euro, die Euro-Abschwächung alles gut macht und wenn der Euro mal wieder stark geht, dass dann die Welt untergeht. Wir erwarten, dass wir einen Großteil der Euro-Schwächung schon gesehen haben. Also die 1,10 werden wir sicherlich noch durchstoßen, aber empirische Erfahrungen zeigen, dass der Abwertungstrend unserer Währung bzw. der Aufwertungstrend des Dollars aufhört, wenn in den USA die Zinswende kommt. Also das hängt ganz entscheidend davon ab, ob Yellen im Juni dieses Jahres die Zinsen erhöht. Und wenn sie das tut, dann werden wir zwar jetzt noch etwas schwächer gehen, aber die Parität ist für den aktuellen Zyklus in unserer Prognose nicht vorgesehen. Stichwort Zinsen. Schauen wir aber erstmal auf die Eurozone. Mario Draghi hat reagiert auf fallende Verbraucherpreise, also die Deflation, die aber ja, wie viele Experten sagen, gar nicht real ist, sondern eher eine gute Deflation ist, weil es überwiegend nur an dem Rückgang der Energiepreise hängt. Sehen Sie das auch so? Also Draghi meines Erachtens hat nicht reagiert. Draghi hat sich seine eigene Welt geschaffen und hat auch die Erwartung, dass er Staatsanleihekäufe tatsächlich irgendwann tut, seit einem halben Jahr geschürt. Und dann musste er auch liefern. Dass wir jetzt temporär negative Inflationsraten haben, hängt mit dem Ölpreis zusammen. Etwas, was wir Mitte der 80er Jahre auch schon mal hatten. Und wenn der Ölpreis, so wie die ersten Indikationen jetzt auch zeigen, nach dem starken Verfall sich wieder stabilisiert, dann sind in ein paar Monaten auch die negativen Inflationsraten wieder weg. Aber dann wird Draghi natürlich sagen, guck mal, habe ich gemacht, habe ich richtig gemacht. Also er wird das mitnehmen und wird auch die Konjunkturerholung, die auch in der Eurozone offensichtlich ist, natürlich auf sein Konto schreiben, weil ein hübscher Koinzident, der ihm zu Pass kommt. Also da kann ich dann schön selbst loben bei den nächsten Sitzungen. Schauen wir noch mal kurz in die USA auch. Da wird darüber gesprochen, Sie haben es auch schon gesagt, eine Zinsanhebung ist realistisch in diesem Jahr. Wann wird die kommen? Kommt die wirklich schon im zweiten Quartal, wie jetzt viele Anleger und Experten erwarten? Die Konjunktur in der Erholung in den USA ist extrem gut. Die aktuelle Arbeitslosenquote bewegt sich um 5,5%. Wir erwarten, dass wir im Laufe des Jahres sogar unter 5% fallen. Die Fed muss permanent ihre Prognose nach unten nehmen, weil der Arbeitsmarkt positiv überrascht. Es gibt einzelne Mitglieder der Fed, wie der Governor of Dallas, der jetzt sagt, wir wissen, dass wir oft zu spät sind, also wir müssen rechtzeitig was machen. Yellen ist tendenziell eher eine Taubin. Sie möchte nicht die Konjunkturerholung kaputt machen, aber sie wartet jetzt auch schon sehr lange und deswegen unsere Prognose ist definitiv im Juni kommt der erste Zinsschritt und dann im Laufe des Jahres kommen noch ein paar mehr. Aber das wird die Konjunktur nicht abwürgen. Das wird in etwa so sein wie 2004, dass die Konjunktur einfach weiter durchläuft. Denn selbst ein Leitzins von 1% ist nicht restriktiv. Er ist nur etwas weniger expansiv und da sehen wir überhaupt keinen Konjunktureinbruch, sondern einfach nur vielleicht eine Stabilisierung der Erwartungen und dass der ein oder andere auch noch eine Investition vorzieht, bevor die Zinsen dann wieder ansteigen. Ein Schritt Richtung Normalität dann also auch mal wieder. Schauen wir noch kurz auf Asien. China ist nur um 7,5% gewachsen. Wie groß schreiben Sie dieses nur?
China hat eine gelenkte Volkswirtschaft und China entscheidet, wie stark das Wachstum in China ist. Und als die Chinesen 10% wollten, haben sie 10% geschaffen. Und als sie 8% wollten, haben sie 8% geschaffen. Jetzt wollen sie noch 7 bis 7,5%. Und genau auf diesem Pfad werden sie sich einpendeln. Wir prognostizieren sogar, dass sie in 5 Jahren eine weitere Reduktion vornehmen auf nur noch 5%. Der entscheidende Punkt ist, es gibt Ungleichgewichte in China. Es gibt Blasen am Immobilienmarkt. Und man möchte nicht, so wie in Europa oder auch in den USA, dass die Blase erst platzt und man hinterher aufräumen muss, sondern dass man vorher den Wachstumspfad etwas abflachen lässt, sodass das Ganze etwas komfortabler vonstatten geht und weniger Schaden anrichtet. Noch zwei ganz kurze Fragen, Frau Trau, zum Abschluss. Die Zeit läuft dann schon davon. Die Geldpolitik in Japan, die Bank of Japan, die ist ja auch immer sehr ultra locker in letzter Zeit gewesen. Wie lange bleibt sie noch ultra locker? Wann wird sie mal nur noch locker? Also die Japaner haben sehr viele Erfahrungen mit expansiver Geldpolitik. Quantitativ Easing machen sie schon seit 2001. Und man sieht, es hat keinen Effekt auf Wachstum. Es hat keinen Effekt, aus der niedrigen Inflation rauszukommen. Sie werden das nicht ändern, weil auch da die Politik und die Rahmenbedingungen sich daran gewöhnt haben. Und insbesondere, jetzt haben sie auch noch einen Verbündeten, die EZB, die auch sagt, das ist jetzt gut. Also die beiden werden noch gemeinsam lange auf dieser Welle reiten. Und dann ist die abschließende Frage, was heißt dieses konjunkturelle Umfeld für Unternehmen und damit auch für die Aktienmärkte? Also für die Unternehmen gibt es die zwei Faktoren, der flachere Wachstumspfad, der bei vielen Analystenschätzungen auch noch nicht antizipiert wird. Jedes Jahr gehen die Prognosen dann 10-15% Gewinnwachstum. Und dann stellt man fest, dass das nicht der Fall ist, dass permanent die Prognosen nach unten genommen werden müssen, obwohl die Aussichten gar nicht so schlecht sind. Das heißt aber auch, die Bewertung der Märkte ist schon relativ hoch. Das gilt sowohl für uns als auch für die USA. Und deswegen glaube ich, dass wir die konjunkturelle Erholung bei dem aktuellen DAX-Stand von knapp 11.000 Indexpunkten schon vorweggenommen haben. Und jetzt erstmal eine Korrektur kommen sollte aufgrund der erwarteten Zinserhöhung. Also die Musik ist eigentlich schon gelaufen. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort, Frau Dr. Traut, Chefvolkswirtin der Helaba, für den Besuch. Auch nochmal vielen Dank, liebe Zuschauer. Wir haben es gehört, die Musik ist schon gelaufen, sagte Frau Dr. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Helaba. Man muss also ein bisschen Obacht geben bei den Aktienmärkten. Bis bald.